Ja, wie jedes universitäre Institut sind unsere Hauptaufgaben die Lehre und die Forschung. In der Lehre geht es darum, den Studierenden den Beruf des Hausarztes, der Hausärztin nahe zu bringen, deutlich zu machen, wie attraktiv es ist, als Hausärztin, als Hausarzt zu arbeiten, welche Aufgaben auf einen zukommen. Und in der Forschung geht es im Wesentlichen darum, die Hausarztmedizin weiterzuentwickeln, neue Versorgungsformen zu evaluieren. Die Bevölkerung verändert sich, die Ansprüche an Versorgung verändern sich. Und diesen Prozess wissenschaftlich zu begleiten, das ist eine der Hauptaufgaben in der hausärztlichen Forschung. Ja, man kann, wenn man sich mal Länder betrachtet, wo es keinen Hausarztmangel gibt, diese Länder gibt es nämlich durchaus, daraus kann man schon ableiten, woran es wahrscheinlich liegt. Die Länder, die keinen Hausarztmangel haben, sind im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass es keinen großen Einkommensunterschied gibt zwischen Hausärzten und Spezialisten. Und es ist heute einfach so, wenn man Medizin studiert hat, wenn man die Wahl zwischen unterschiedlichen Spezialitäten hat, dann ist es naheliegend, dass viele junge Ärztinnen und Ärzte sich für eine medizinische Spezialität entscheiden, wo sie ein hohes Einkommen haben. Gar nicht unbedingt, um sehr viel Geld zu verdienen, aber einfach, um eine gute Work-Life-Balance zu haben. Und da ist die Hausarztmedizin in der Schweiz, wie in vielen anderen Ländern, in denen es einen Hausarztmangel gibt, im Nachteil. Diejenigen, die sich für die Hausarztmedizin interessieren, die fasziniert die Breite dieses Faches. Die unglaubliche Breite in der Diagnostik, in der Therapie, die Möglichkeiten, die sie haben, sich auf einzelne Dinge auch zu fokussieren, Interessenschwerpunkte zu legen. Und was sie vor allen Dingen auch fasziniert, das ist die Nähe zu den Patienten, die Kontinuität der Versorgung. Sie begleiten viele Patienten über viele Jahre, sie begleiten sie mit vielen unterschiedlichen Erkrankungen und ich glaube, kein medizinisches Fach ist näher am Patienten, am Menschen an sich als die Hausarztmedizin. Hausärzte werden in Zukunft im Team arbeiten, nicht nur mit anderen Hausärzten, sondern auch mit anderen nichtärztlichen Professionen. Sie werden mehr Aufgaben delegieren an MPAs, an Pflegende, an Physiotherapeuten. Sie werden mehr koordinieren, sie sind mehr der Manager eines interdisziplinären Teams und sie werden wahrscheinlich auch mit Spezialisten enger zusammenarbeiten. Also die Hausarztpraxis der Zukunft ist eine integrierte Praxis, die unterschiedliche ärztliche Professionen, also Spezialisten und Grundversorger und nichtärztliche Professionen miteinander integriert. Und das ist auch das, was die jungen Hausärztinnen und Hausärzte möchten. Sie möchten nicht mehr alleine arbeiten, sie möchten im Team arbeiten. Um Ärztinnen und Ärzte als Hausärzte aufs Land zu locken, muss man die Bedürfnisse der jungen Ärztegeneration genau erfassen. Und eins der Hauptbedürfnisse ist, nicht mehr allein als Einzelkämpfer tätig zu sein, sondern im Team zu arbeiten. Ein anderes Bedürfnis ist, nicht unternehmerische Verantwortung von Anbeginn an zu übernehmen. Und von daher, glaube ich, müssen Gemeinden auf dem Land Strukturen schaffen, in denen Hausärztinnen und Hausärzte im Angestelltenverhältnis ohne ökonomische Zwänge arbeiten können, im Team. Und diese Modelle sind mit Sicherheit am erfolgversprechendsten. Man muss die Aufgabe, die komplexe Aufgabe des Hausarztes im heutigen fragmentierten Gesundheitssystem, die Lotsenfunktion, die Koordinierungsfunktion, die muss man wertschätzen. Das wird heute übersehen, wie wichtig diese Aufgabe ist, medizinisch für den Patienten, aber auch gesundheitsökonomisch. Und daher muss man die Hausarztmedizin auch monetär aufwerten.